Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir die Pony Quest machen und uns ein neues Pony holen. Wir gehen jetzt heute an die, wer denkt schon an die Ponys, bei Penny in Fort Pinter. Das ist hier unten gleich, das hier, das Ausrufezeichen. Ja, aber bevor ich jetzt anfange, wollte ich jetzt euch noch sagen, 8 Leute haben dafür abgestimmt mit 40%. 40% sind das von den 31, 32 Antworten, die ich bekommen habe. Und ich habe auch schon ein paar Pferde bekommen. Die Sache ist nur, dadurch, dass ich noch nicht nach Fort Pinter kann, nach Südhof kann, das seht ihr ja, werden oder halt eigentlich nirgendwo hin kann, bis auf nach Fort Pinter und halt Morlan. Aber Morlan kannst du ja keine Pferde kaufen. Kann ich mir noch nicht recht viele Ponys kaufen. Aber ich lese euch einfach mal vor, was für Ponys dastehen. Und wenn ihr wollt, kann ich mir ja die Ponys auch im Nachhinein noch kaufen. Okay, dann lese ich mal vor. Also, es hat zum Beispiel jemand geschrieben. Ein jorvegisches Starter-Pony. Braun oder rot. Komplett weiß. Das mit den mit dem schwarzen Kopf oder das schwarz-weiße Pony. Sorry, ich achte da jetzt gerade nicht drauf. Ich hole mir schnell die Flasche hier unten, weil ich da gerade eher auf meinem Laptop lese. Ja, also das sind wahrscheinlich die verschiedenen Farben, die sie möchte, dass ich kaufe. Dann hat jemand geschrieben, nimm am besten das Starter-Pony. Okay, da sind sich zumindest zwei schon mal einig. Gotland-Pony Palomino hat jemand geschrieben. Dann komplett dunkles Connemara-Pony bei Dirks Gehöfe. Mit dunkler Mähne und weißen Abzeichen am rechten Vorderbein. Okay, wie eben schon gesagt, ich kann ja noch nicht Großteil irgendwo anders hin, bis auf hier hin in Fort Pinter. Deswegen, ich werde mir vielleicht Connemara-Ponys und Gotland-Ponys auch noch im Nachhinein auf alle Fälle kaufen. Wenn ihr das dann noch möchtet, natürlich. Das graue Pony mit den weißen Flecken, neues Modell auf der Fähre in Fort Pinter. Oder das andere ganz graue Pony, das ganz graue Pony oder das ganz keksbraune. Viel Glück, viele Grüße von mir. Dankeschön, ich weiß nur leider nicht, wer du bist, aber Dankeschön. Dann bitte das schwarze Gotland-Pony, habe 2 Antworten geschickt, da ich mich nicht entscheiden konnte. Alles gut. Ja. Gotland-Pony Splash aus der App. Okay, das könnte ich mir natürlich auch noch holen. Buckskin Gotland-Pony bitte, habe ich auch und lieb's. Okay, ja, ich habe das Gotland-Pony, das Buckskin auch auf meinem Hauptaccount. Ein Schimmel. Also hat jemand nur Schimmel geschrieben, da weiß ich leider null, ob du Gotland Pony, Connemara Pony und sowas, deswegen kann ich da schlecht drauf eingehen. Und dann hat noch jemand geschrieben, das Lichtfuchs Gotland Pony in Südhof eben. Aber ja, dadurch, dass ich noch nicht recht weit irgendwo hinkomme, werden wir jetzt mal gucken, was für ein Starter-Pony wir uns kaufen. Und wenn ihr wollt, dass ich mir das Gotland-Pony vielleicht auch noch hole, könnt ihr es mir unten reinschreiben. Dann werde ich es in der App verpflegen und mir dann auch holen natürlich. Oder wenn ihr sagt, das Pony, was ich mir jetzt rausgesucht habe, passt erstmal, das soll ich erstmal zu Ende leveln, dann mache ich das. Aber wenn ihr wollt, natürlich kann ich mir die anderen Ponys auch noch kaufen. Ja. Dann schauen wir erstmal, was Penny von uns möchte. Hallo, hast du einen Moment? Ja? Super duper. Meine Schwester Polly und ich haben einige Hindernisse und Dekosachen bei James für unsere Ponystrecke bestellt. Cool, oder? Ich weiß, Ponys sind so cool. Es gibt ja noch keine Wettbewerbe für Ponys. Deswegen wollten wir Silverglades erste und exklusive Ponylauf. Wollten wir Silverglades ersten und exklusiven Ponylauf erstellen. Darum geht es jetzt allerdings nicht. Wir haben die Bestellung bei James schon vor ein paar Wochen aufgegeben und ich habe auch gesehen, dass er bereits seit einer Woche ein großes Paket bei sich stehen hat. Das Problem ist, dass er mir immer davonläuft. Er vermeidet mich die ganze Zeit. Ich verstehe nicht warum. Er war noch sehr nett zu uns, als wir ihn für unsere Bestellung bezahlt haben. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Natürlich mache ich das, Penny. Alles gar kein Problem. Du machst es
Super duper, sag uns dann Bescheid, was passiert ist. Wer denkt schon an die Ponys? Reite zu James und frage ihn nach Penny und Pollys Bestellung. Oh Gott, das ist ja voll der Zungenbrecher. Ja. Aber wir gucken mal gleich die Ponys an und kaufen dann schon mal eins. Und ja, aber es freut mich, dass viele dann doch, oder ein paar dann doch geschrieben haben, ja, nimm doch am besten einen Starter-Pony. Weil sonst wäre das jetzt, glaube ich, ganz schön schlecht gewesen. Okay. Hallo Pia, bist du hier, um an meinem Rennen für richtige Pferde teilzunehmen? Nein? Du fragst dich, wo die Hindernisse sind, die Penny und Polly bestellt haben? Tja, naja, ich hab sie, aber ich kann sie ihnen nicht geben. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Was zur Hölle, James? Oh, da hinten ist Müll. Warte kurz, James. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da und dann knüpfe ich mich dich vor. Ich will nur ein bisschen Jorvik sauber halten. So, jetzt bin ich wieder hier, James. So, das hier. Okay, Pia, du hast wohl recht. Ein Deal ist ein Deal. Aber ich werde viel Geld durch diesen Ponylauf verlieren. Weißt du was? Wenn du mir mit einer Kleinigkeit hilfst, dann bringe ich die Sachen mit der Lieferung in Ordnung. Gut, reite runter zu den Ponys und fotografiere sie auf der Plattform. Ich werde die Fotos ausdrucken und dann und an die Touristen als Postkarten verkaufen. Klasse, oder? Dann kann ich ja noch etwas Geld an den kleinen Geschöpfen verdienen. Komme zurück, wenn du fertig bist. Ponyfotograf. Fotografiere die Ponys mit der Kamera, kehre mit den Bildern zu James zurück. Okay. Oh Mann, ey. James denkt nur ans Geld machen. Naja. So. Penny, wir müssen mal ganz kurz Bilder machen. Und da ist ein Hai. Aber das ist nichts Neues für mich. Weil das weiß ich nämlich schon die ganze Zeit. Oh, das sieht ja richtig süß aus. Die sehen ja richtig süß aus. Ich weiß, ich habe noch ein, ich glaube, altes Starter-Pony. Ne, jorvikisches Pony. Es ist also so alte Ponys. Und das sieht echt schrecklich aus. Also, ich muss schon sagen, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich es gekauft habe, aber ja. Da hat auch jemand Keksfarben geschrieben, richtig? Ja, ganz keksbraun. Aber, also entweder ganz keksbraun würde ich ja dann fast das sagen, aber das hier ist ja auch so, naja. Na, Kekse würde ich jetzt eher mit der Farbe oder halt mit diesem Bugskin vergleichen. Okay, wartet mal, Leute. Ich präge mir mal ganz kurz die Farben ein, dass ich ganz kurz mich dann, während wir die Quests machen, vielleicht schon mal ein bisschen entscheiden kann. Okay. Also, erstmal nochmal vielen Dank, Leute, dass ihr alle an dieser Umfrage teilgenommen habt. Das hat mir wirklich geholfen und wenn ich mit den ganzen Quests hier durch bin, dann werde ich vielleicht, weil wie jetzt ihr auch schon hier gesehen habt, wir haben ja hier schon wieder eine neue Quest, dann werde ich aber euch mal fragen, wenn wir natürlich dann neue Nebenquests haben, aber das haben wir wahrscheinlich dann schon, werde ich natürlich wieder eine Umfrage starten. Wenn ihr das natürlich wollt, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, dann schauen wir mal. Kein weiterer... Ja, okay. Also, während du die Ponys fotografiert hast, habe ich mich um die Lieferung von Penny und Polly gekümmert. Ware kann nun ausgeliefert werden und als Wiedergutmachung werde ich das Paket höchstpersönlich zu ihnen fahren. Oh, sehr, sehr lieb von dir, James. Das ist komisch. Was ist komisch? Dass ich das gratis mache? Pia, ganz tief in meiner Brust. Da wohnt ein riesiges Herz aus Gold. Naja. Herz aus Gold. Wenn das stimmt, dann kann ich es vielleicht mit einem billigen Schrittmacher ersetzen. Ein goldenes Herz muss ja ein Vermögen wert sein. Oh Mann, James. Verzeih, Pia, ich träume mal wieder. Reite zu Penny zurück und erzähle ihr, dass die Lieferung auf dem Weg ist. Keine weiteren Hindernisse auf dem Weg. Erzähle Penny, dass James Bestellung losgeschickt hat. Okay, das machen wir sehr gerne. Und dann, ich glaube, ich habe mich schon für ein Pony entschieden, und zwar für das komplett braune. Aber dann gucken wir mal die Ponys kurz genauer an und dann kaufen wir uns ein Pony, bevor wir die Quest weitermachen. Dann reiten wir nämlich auf unserem Pony ein bisschen weiter. Und wie ihr seht, ich habe auch ein neues Outfit. Und ja. Wie war's, Pia? James hat unsere Bestellung losgeschickt
Super duper, du bist toll. Okay, wir schauen nochmal, was sie hat. Pia, jetzt wird es Zeit, die Strecke aufzubauen. Triff Polly und mich bei der Ponykoppel. Wir brauchen deine Hilfe. Die Ponykoppel liegt hinter Charles Jarls Gruft und vor dem Silver Song Fluss. Ich muss hier noch ein wenig Kram erledigen, dann komme ich. Treffe auf der Ponykoppel. Treffen auf der Ponykoppel. Triff Penny auf der Ponykoppel. Sie liegt zwischen Jarls Gruft und dem Silbergletscher. Fluss. Hilfe. Okay, dann schauen wir uns erstmal die Ponys an. Also, das ist schon sehr süß. Die sehen aber alle so süß aus. Oh, das tut mir leid, aber das ist ja richtig goldig. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Die sehen ja alle richtig süß aus. Boah. Hat das blaue Augen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hast du blaue Augen, du Kleiner? Nee, aber so türkis. Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Also, das sieht cool aus. Ich schaue mir mal alle an, hier ganz kurz. Ja, also es sieht auch süß aus. Wäre jetzt aber, glaube ich, nicht so mein Favorit wie die drei. Upsala. Die drei hier vorne. Diese drei hier. Und also das, glaube ich, wäre auch nicht so meins gerade am Anfang. Aber auch sehr schöne Augen, muss man sagen. Also ich glaube auch nicht so meins. Und das da hinten hat ja, glaube ich, die liebe Samira. Aber nee, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Also wird es eins von diesen drei vorne. Und es hat einer dieses braun oder rot. Also das war, glaube ich, das hier gemein, weil, naja, ich würde jetzt eher sagen, dass es braun ist. Aber ich weiß es auch nicht. Dann komplett weiß ist wahrscheinlich das hier gemeint. Ja, weil das ist das einzige so komplett weiße. Mit schwarzem Kopf oder das schwarz-weiße Pony. Das hier wahrscheinlich auch noch. Dann hat nur jemand ein Starter-Pony. Das graue Pony mit den weißen Flecken ist wahrscheinlich auch das hier gemeint, oder? Oder das hier, das könnte auch sein. Neues Modell oder das ganz graue. Also okay, ich glaube, mir fällt es gerade richtig schwer. Ich glaube aber, wegen den Augen nehme ich einfach mal das Pony hier für 350 Starcoins mit Ausdauer plus 1, was jetzt aber eh egal ist. Ja, ich werde hier jetzt mal nicht vorlesen, weil sonst wird der Ding sehr lange. Aber das könnt ihr ja sehr gerne selber durchlesen oder ich lese es euch mal in einem anderen Video vor. Aber ich werde jetzt mal schnell einen Namen raussuchen. Das werde ich aber natürlich schneller machen und dann mir noch schnell das Pony holen, bevor wir zur Ponykoppel hintergehen. So Leute, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich mir dieses süße Pony hier gekauft und ich habe es Tiny Bubble genannt. Ich fand den Namen irgendwie sau süß und dachte mir, der passt gut dazu. Ich habe jetzt einfach mal erstmal nur schnell das Outfit von meinem Warmblut drauf. Ja, das werde ich entweder nochmal wann anders umändern oder ja, keine Ahnung. Vielleicht auch mal, falls ich was shoppen sollte, ein Shopping-Video machen. Aber das könnt ihr mir auch gerne unten reinschreiben. Dann schauen wir erstmal weiter, was Penny von uns möchte. Aber ich muss sagen, ich muss mich da an dieses Pony jetzt erstmal gewöhnen, weil ich bin die kleinen Gotland-Ponys und so gewöhnt. Und nicht so ein Pony mit so einem süßen Popöchen hier hinten, das ein bisschen kräftiger gebaut ist jetzt, als jetzt die Gotland-Ponys. Und ja, aber daran gewöhne ich mich schon noch. Okay, Penny, wir sind hier. Hallo Pia, ich wurde von einem Fischerboot mitgenommen, deswegen ging es schneller, als ich dachte. Also jetzt fängt die lustige Arbeit an. Wir müssen die Hindernisse aufbauen, alle Schilder aufstellen und aufräumen und putzen. Es gibt einiges zu tun, aber wenn wir alle miteinander mitmachen, geht das ganz schnell. Pia, kannst du die Hindernisse aufstellen? Sie sind so schwer, deswegen wäre es toll, wenn du sie mit deinem Pferd transportieren könntest. Machst du das? Danke! Komm danach zu uns, sodass du die Strecke testen kannst. Erstelle die Hindernisse. Platziere die Hindernisse an den Markierungen, die Polly und Penny auf dem Boden gemacht haben. Sehr gerne, Penny. Und da ist auch schon die liebe Coco. Ich glaube aber, das ist niemand von uns. Nee, ist es nicht.
So, Penny, wir haben es gemacht. So, perfekt, das wird super duper. Kannst du mir was anderes außer super duper sagen? Jetzt können wir die Strecke ausprobieren. Sprich mit Polly, das ist super duper spannend. Okay, hallo liebe Polly. Pia, bist du bereit, unseren Ponylauf auszuprobieren? Die Planung hat Monate gedauert. Deswegen hoffe ich sehr, dass er dir Spaß macht. Normalerweise sind für dieses Rennen nur Ponys zugelassen. Aber bei deinem ersten Versuch darfst du jedes Pferd benutzen. Ah, okay. Aber wir haben uns ja eh schon unser Pony gekauft. Teste den Ponylauf. Teste Pennys und Pollys Ponylauf. Das ist voll der Zungenbrecher. Alles mit P. Hilfe. So, schauen wir mal, wie sich unser kleiner Tiny Bubble in seinem ersten Rennen schlagen wird. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und zack. Huch. Aber ich bin noch drüber gesprungen. Okay. Penny, beziehungsweise Polly, beziehungsweise was weiß ich, wer jetzt da ist. Zu wem ich muss? Zu Penny, ne? Ja. Oh nein, das Hindernis ist kaputt gegangen. Wie ist das denn geschehen? Du hast es kaum berührt. Was für ein Unglück. Was machen wir denn jetzt? Wir können die Strecke nicht ohne das Hindernis eröffnen. Pia, das ist eine Katastrophe. Alle Hindernisse sind kaputt. Jedes einzelne. Wie konnte das passieren? Ich kenne da jemanden, der das vielleicht veranlassen hat können. Ich weiß, das war doch dieser James. Erst war er gegen unsere Strecke und dann plötzlich ganz nett. Er steckt doch sicher hinter all dem. Pia, was sollen wir nur tun? Kannst du mit James sprechen? Danke, ich hoffe, dass du uns helfen kannst. Sonst müssen wir wohl aufgeben und uns vom Ponylauf verabschieden. Nee, das macht ihr nicht. Traurige Ponys macht niemand glücklich. Frage James, ob er etwas über die kaputten Hindernisse des Ponylaufs weiß. Das mache ich sehr gerne und den knöpfe ich mir jetzt auch sehr gerne vor. Nur das dauert jetzt alles ein bisschen länger, weil wir ja unser kleines Pony auf Level 1 haben. Da wäre vielleicht das Pony aus der App gar nicht so schlecht gewesen, das Scotland Pony. Aber ja, ist egal. Dann werde ich es ein bisschen schneller für euch machen einfach, dass es nicht allzu lange dauert für euch. Und ja. So, James, jetzt stellen wir dich aber zur Rede. Zur Rede. Jetzt machen wir ein Feuer mit dir. Zu halb. Au! Hallo, Pia, ich habe eigentlich keine Zeit zu reden. Ich habe so Bauchweh. Wichtig? Na gut. Bauchweh. Uff. Ich glaube, du hast eher Bauchweh, weil du Schuldgefühle hast. Kann das sein? Kaputte Hindernisse? Nee, davon weiß ich nichts. Ob ich schwöre? Naja, vielleicht etwas, aber na gut, ich war das. Aber das war keine Absicht. James, das ist absolut nicht okay, dass du sie jetzt... hoppsala. Dass du das jetzt gemacht hast. Und dann müssen wir das nächste Mal weitermachen, weil dann müssen wir jetzt einen Tag warten. Dann, ja. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir müssen jetzt halt bis zum nächsten Tag warten und ich dachte mir, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das Video gerade mal zu beenden. Dann geht nämlich es nächsten Montag mit der Quest dann weiter und ja, dann würde ich mich über ein Like und über ein Abo freuen und ihr könnt mir wirklich sehr gerne, und das würde mir auch sehr helfen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ich mir Island Umbrach hiermit kaufen soll. Ob ich mir nur eins von den beiden kaufen soll, ob ich mir überhaupt keins kaufen soll. Oder ob ich, wenn es für euch einfacher ist, wenn ihr sagt, okay, dann, also es ist für uns einfacher, dann schreibt es mir einfach, dann mache ich auch gerne nochmal eine Umfrage. Das ist jetzt nicht eine so große Arbeit, das kann ich ganz einfach für euch machen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt eine Umfrage, dann werde ich es wieder so machen, dass der erste Link hier die Umfrage sein wird und werde das im Nachhinein wieder also auch hier in diesem Video einfügen. Und ja,
dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der kleine, also der Tiny Bubble. Und da könnt ihr mir auch mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns zu einem Video mit Tokens Reise, was ihr gesehen habt, dass wir das auch bei James annehmen können. Und bei einem, am Mittwoch, bei dem Mittwoch-Update Livestream und dann natürlich bei dem Mittwoch-Update-Video. Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal bei dem Token-Reisen-Video beziehungsweise am Mittwoch zum Mittwoch-Livestream. Bye, Leute!